Und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, meine lieben Damen und Herren. Ich habe noch mal einen Vlog vorbereitet oder will wieder mal ein bisschen vloggen. Nämlich ist heute Samstag, der 27. Juni. Und heute werden wir Lana schauen, wie sie dort springen. Aus meinem Pferd. Ja. Das ist das zweite Mal, wo sie jetzt springen wird. Und sie hat schon mal gesprungen. Und ja, aber diesmal werde ich Miko aus dem Bilder machen, wenn sie zum Beispiel springt. Aber mit dem Handy geht das nicht so wirklich gut, wenn man nicht so eine schöne Kamera hat. Darum nehme ich die Kamera mit. Und habe auch dabei gedacht, komm, ich mache doch mal einen Vlog wieder mal. Weil ich unbedingt wieder mal ein Video brauche. Vielleicht mache ich trotzdem noch ein Video. Aber einfacher zum Schneiden ist, weil eigentlich morgen eigentlich sollte eins kommen. Habe jetzt aber noch keins gedreht. Also, ich weiß nicht, ob ich einen bekommen, aber hey, nein. Mal schauen. Und ja, auf jeden Fall muss ich mir jetzt noch zuerst bereit machen, bis noch in meinem schönen Pyjama. Und dann würden wir dann auch gehen. Muss halt auch noch ein bisschen aufräumen, weil ich sehr selber fahren. Ja, es ist wirklich sehr schön draußen. Also, es ist bewölkt einerseits. Aber es ist schön. Also dann würde ich mal sagen, lege ich mir mal ab, tue noch ein bisschen aufräumen und dann sehen wir sich dann nachher. Also Leute, ich bin jetzt bereit, habe meine Haare bürstet, die ich auch geschnitten habe. Also sie sind jetzt gerade. Also da so sieht es aus. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Und zwar habe ich das T-Shirt da, das ist ein bauchfreies T-Shirt. Dann habe ich die bekannte Hose. Und Schuhe, weiß ich noch nicht. Wir werden beim Velo dort anfahren. Ich weiß jetzt, ob es wird einfach regnen, aber ich hoffe auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall mache ich jetzt mir wieder bereit. Halt es da hinten doch nicht aufgeräumt, weil wir jetzt innen gehen. Und ja, jetzt muss ich noch meine Sachen bereit machen. Und, dass ihr wisst, was für Zeit es ist. Also, es ist 8.43 Uhr und ja, wir gehen jetzt. Ich bin sehr viel aufgestanden für das. Obwohl ich hätte bis am 9 Uhr oder 10 Uhr schlafen können. Egal. Ich habe eh Ferien. Ja. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch mal irgendetwas mit Daily Vlogs oder so geben, wenn wir da wieder mal ins Tessin gehen. Oder auch gerade nach Grächen. Daily Vlogs soll es sein. Und ja, dann würde ich sagen, ich mache es noch alles fertig und dann sieht man sich im Spiegel. Also, wir sind jetzt so angekommen. Du bist Lola. Das ist Philipp Pferd. Und ja, dann muss jetzt ihr Pferd bereit machen. Und ich habe Lola hier schön da. Sie machen das jetzt. Und dann wird zugeschaut, was Lana so macht. Lana, komm mal hin. Und freust du dich zum zweiten Mal geritten? Ja, aber ich habe den Max. Ich weiß nicht, wie das ist. Das wird schon. Das wird schon. Ja. Also, ich werde ein paar Videoaufnahmen sehen, wie Lana reitet. Dann würde ich sagen, wir sehen, ich bin später. Also wir sind jetzt fertig. Also ich bin fertig, nicht so. Ich habe schon die Bilder gemacht und Videos. Die Lana, die ist nur leicht kaputt. Leicht. Und ja. Wir werden jetzt ins Restaurant gehen. Etwas trinken. Aber ich habe gerade gesagt, hey, ich habe Hunger, ich will eine Portion Pommes. Ich hoffe, wir nehmen eine Portion Pommes. Ich habe Hunger. Immer messen. Ja, immer messen, ja. Also wie war es das erste Mal? Was ist das? Gut. Das ist ein bisschen anstrengend als der Game, aber ja. Du musst in die Kamera reden. Ja, ist einfach anstrengend als der Game. Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt ins Restaurant gehen. Auf jeden Fall sehen wir sich dann im Restaurant oder so, oder Lana? Ja. Ich hoffe, sie nerven, also bis später. Also ja, wir sind jetzt schon zurück. Also ich habe nicht mehr im Restaurant gefilmt, weil wir einfach ein bisschen grillen können. Ich habe ein kleines gegessen können und ich habe ein Gipfel gehabt, weil es noch keine Pommes gemacht werden. Erst irgendwie so um 10:30 Uhr. Um 10:30 Uhr, glaube ich, ja. Jetzt bin ich schon länger da. Also ich habe einfach halt noch ein Ofenmaltine getrunken, ein Säuseli habe ich gehabt und Salami-Stängeli. Ja, jetzt habe ich hier schön mein Ventilator. Ich will probieren, irgendwie produktiver zu sein. Vielleicht einfach mehrere Videos sogar an einem Tag zu machen. Ein paar Bilder machen für Insta und so. Und mehrere Sachen halt. Und ja, auf jeden Fall will ich hier aufräumen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns später. Also, meine Lieben,
ich bin jetzt schon länger einfach da, habe YouTube geschaut und bin da einfach gesehen. Es ist jetzt 14:45 Uhr. Nachher gehen wir zu einer Kollegin baden, Adlan und ich. Ich glaube, ich nehme auch dann nicht mit, weil es einfach nicht interessant ist, würde ich sagen. Und ja, ich muss hier ein bisschen aufräumen wahrscheinlich, habe ich immer noch nicht gemacht, aber ich glaube, ich würde es auch nicht machen. Und ich bin dort hinten auch im YouTube-Lügen gesehen oder bin auch dran. Und ja, ich freue mich, wenn wir können zu ihnen baden, weil ich mega Lust hatte zum Baden. Also warte, bin ich da Vlog noch geschaltet, ob er noch wird interessant werden, I don't know. Aber ich würde das auch mal dran, falls irgendetwas passiert oder so. Also wir sind jetzt schon länger da zurück, also sind wir noch da gewesen, haben wir noch irgendwie ein paar Spiele gemacht, Tabu und Stadt am Fluss. Und jetzt muss ich mir überall machen für ins Bett, gehen ins Bett und ja. Also würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen und ja. Bis morgen! Nächsten Tag! Hey und guten Morgen zusammen! Es ist jetzt der zweite Tag von diesem Vlog. Ja. Heute wird wahrscheinlich nicht so spannend sein, außer dass wir halt mal kurz reingehen, weil unser Weg gezeigt wird, weil wir ja, wie gesagt, ja, nächste Woche, also ab morgen, weil wir bei Englisch kurz gehen. Und ja, es ist jetzt 11:36 Uhr, also ich habe sehr lange geschlafen und ja, ich bin immer noch mega müde, weil wir sind zuerst ab der 2 ins Bett gegangen, ups. Auf jeden Fall muss ich das jetzt wirklich aufräumen hier. Also den Klotz muss ich hier aufräumen, was alles drauf ist. Dann hier am Boden noch. Und dann schaue ich, was ich noch mache. Soll ich wahrscheinlich etwas essen, weil ich habe Hunger. Alles aufräumen zeige ich euch nicht, weil ja, das ist echt ein bisschen uninteressant. Aber ja, auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir sich dann später. Also ja, ich bin jetzt fertig mit dem Aufräumen, habe mein Pult noch zu Tag aufgeräumt. Jetzt habe ich mich auch noch angezogen. Ich habe hier so ein T-Shirt, das von meiner Tanzschule ist. Und drunter noch so eine Radlose. Das muss ich nicht unbedingt zeigen. Auf jeden Fall gehe ich jetzt ab, etwas gegessen, weil ich mega Hunger habe. Auf jeden Fall werden wir uns nachher noch wieder sehen, weil ich werde es wie gesagt auch überessen. Und dann das sagen Insta-Fragen. Und ja, wir sehen uns später. Also Leute, ich, wie ihr gesehen habt, habe ich mich jetzt auch umgezogen. Wir werden aber nachher nach Basel gehen. Und ja, jetzt bin ich noch hier oben, werde noch etwas ganz Kleines nochmal essen. Weil wir jetzt so ein Brötchen haben jetzt gemacht haben. Eigentlich ist es gerade mega dumm, dass ich auf die Lippen gemacht habe, aber egal. Ich habe das Kabelsucht hier, aber das auf den Lippen, dann habe ich die Ohrringe hier an. Und das Oberteil und dann noch die Hose. Und ich merke jetzt auch gerade, dass ich meine Kamera vielleicht mal aufladen. Mache jetzt gerade. Und ja, wie gesagt, wir werden eben nachher einen Mann gehen. Ich will euch mitnehmen. Und jetzt gehe ich essen. Also ich muss jetzt mit dieser Kamera filmen. Weil ich will nicht unbedingt meine große Kamera mitnehmen, einfach wegen Schutz und so. Obwohl die Kamera sehr nervt, aber ist egal. Auf jeden Fall würde ich die mitnehmen, einfach weil es einfach viel einfacher ist. Ich kann jetzt hier meinen Rucksack mitnehmen plus einen Schirm. So, die Kamera muss eben noch laden. Und ja, jetzt warten wir. Oh. Auf jeden Fall gehen wir jetzt und let's go. Also wir sind jetzt gerade unterwegs, um zu schauen, wo wir hingehen müssen. Und ja, wir sind mit dem Tramli hier angekommen. Wir sind jetzt hier. Das sieht man hier. Das können wir auch schauen und ja, wir sehen uns dann später. Also Leute, wir sind jetzt wieder zurück und ja, ich habe nur 12 Nummer gemacht mit einer Kamera. Egal. Ich habe euch geplant, ein bisschen mitzufilmen, aber ist doch nicht so gegangen. Aber jetzt will ich euch zeigen, was wir uns cool haben. Wir sind eben zum Bahnhof SUV gegangen und er hat so, wenn wir schon mal da waren, viele Läden. Und dann sind wir da ein bisschen reingegangen und haben ein paar Sachen angeschaut und anprobiert und gekauft. Wir sind eben im Chicore gesehen und dann habe ich mir ein paar Sachen gekauft und ich will euch auch jetzt zeigen. Wie ich reingegangen habe, habe ich mir das gekauft und es hat mega schönes, vor allem wegen den Knöpfen, die da sind. Und die Farbe ist auch mega schön, weil ich liebe einfach so grün. Und ich das auch wie kann, habe ich einfach gerade an meine Mami gedacht, weil sie halt oft so Sachen hat. Und ja, ich finde es mega schön. Dann habe ich mir neue Radlose geholt. Also ich habe schon schwarze, aber falls ich die andere in den Westen habe, habe ich zwei Teile von Radlosen, die ich kann anlegen kann.
Es hat eine andere Farbe gehabt, weiß, gelb, pink und blau. Genau. Dann habe ich mir so eine Kleid geholt. Also so sieht das aus. Und es hat solche Flamingos drauf und Blumen und so. Und das ist mega luftig zum Anlegen. Es gefällt mir sehr. Dann habe ich mir so ein Set geholt. Und zwar einmal so silbrige und einem goldige. Die hier, die verlieren langsam ihre Farbe. Und dann habe ich gedacht, ja, hol ich doch neu. Vor allem, sie haben halt so einen Verschluss, wo man halt so muss so aufklappen und zuklappen. Und da finde ich halt am besten. Und dann habe ich mir so eine Flasche geholt. So sieht die Flasche aus, hat solche Wassermelone drauf, dann Ananas, dann solche Einhörner und so und so Glitzer drin. Und ja, dann kann ich das Wasser dann so rein machen und so ist das Ding zum Austrinken. Und dann habe ich mir so ein Handy den geholt, wo, halt, wo ich gerade mein Handy drin mache, kennt man eigentlich wasserfest und so weiter. Und das will ich jetzt nachher testen und ja. Das waren so Sachen, die ich euch gezeigt habe. Ich habe mich auch nicht vergessen. Und ja, dann haben wir das gekauft, sind aber auch noch im Flying Tiger gesehen, haben ein bisschen rumgeglückt, aber es hat immer so komische Sachen, lustige. Haben aber nichts geholt gehabt. Und ja, auf jeden Fall will ich jetzt das ins Wasser machen für, weiß nicht wie lange, aber auf jeden Fall ins Wasser machen, um zu schauen, ob irgendwie Wasser drin kommt. Ich hoffe auf jeden Fall nicht. Und dann werde ich hier YouTube schauen, und zwar selbst das Video, Horrorvideo natürlich. Ja, auf jeden Fall sehen wir uns dann später. Also, ich habe schon wieder etwas anderes an, weil wir haben aber gegessen, wir haben aber Fajita gegessen. Sehr gut, also gesehen, muss ich sagen. Jetzt will ich hier noch meine Sachen aufräumen, will YouTube schauen und muss noch Sachen vorbereiten für morgen, weil wir ja morgen eben Schule haben. Ich weiß nicht, ob ich aus den Vlogs machen würde, Daily Vlogs, aber ich denke ja nicht, weil es vielleicht nicht so spannend wird sein, weil ich dann viel mehr Zeit habe, um Videos machen. Und ja, vielleicht will ich noch später mich noch mal melden und dann werden wir schauen, was noch passiert ist. Dann würde ich sagen, wir sehen uns später. Also ich meine jetzt nur zum letzten Mal. Und zwar ist jetzt 22.04 und wir werden jetzt ins Bett gehen. Morgen werden wir dann Schule haben. Und ich bin sehr aufgeregt auf morgen. Jetzt will ich hier noch ein bisschen aufräumen, will mich Bett fertig machen, Zähneputzen und so. Will ich da ein bisschen YouTube schauen? Ich weiß auch nicht. Und ja, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Wenn ja, dann gerne einen Daumen nach oben und abonniert doch sehr gerne den Kanal. Das könnt ihr gerne gratis machen und schaut schön, dass der rote Button da unten grau wird. Im Outro sind alle meine sozialen Medien. Und ja, dann was sehen wir dann mit dem Vlog. Bis zum nächsten Mal. Ciao.